Chris, seine Videos sind viel, viel besser, ne? Welcher was? Chris? Ah, okay, okay. Ja, ja. Nee, das stimmt aber. Guck mal, die Kante hier, die gibt einen Vorteil. Mit dieser Kante, es fällt mir auch gerade ein, kann man auch den Pseudoplan spielen. Pseudoplan, ist das? Nicht so, nicht so. So, da muss man auf jeden Fall warm sein. Das ist, weißt du, Planche, das ist, wenn die Arme gestreckt sind. Ah, Planche, das ist hier, oder? So, das, genau. Ja, ja. Der Pseudo ist, wenn die Ellbogen gebeugt sind. Ja, ich kann das. Und durch diese Kante kann man irgendwie, wie auch immer, physikalisch leichter reinkommen. Du wolltest es aber auch schaffen. Dann reinlehnen. Guck mal, du bist gar nicht an der Kante. Geh nochmal runter. Genau. So. Hier, ja, genau hier, bevor du denkst, dass du runterfällst. Ja? Und dann reinlehnen. Ein bisschen. Lehn dich rein. Richtig unten. Ellbogen beugen, Ellbogen beugen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, komm auf, so, jetzt wirklich hier, bis die Handgelenke fast zu schütteln. Ja, aber gut. Nächstes Mal. Ja. Okay, kleine Pause, oder? Ja. Ja, und so, weißt du, wenn du alles übst, dann geht da auch schon ganz viel Energie weg. Weißt du, die Sache ist, wenn du so ganz intensive Sachen übst, wie Front Lever, Back Lever, dann machst du einmal, und dann muss man lange Pause machen, dann nochmal, dann nochmal, weil sonst kannst du es ja nicht halten. Weißt du, auch nicht negativ sein. Man muss dann langsam ablassen. Und deswegen ist Calisthenics halt auch, wenn du die Figuren werden möchtest, verbunden mit Pause. Weißt du, wir haben jetzt nicht wie im Fitnessstudio gepumpt und Muskel brennt und so. Ja. Aber trotzdem, weil diese Intensität ist viel höher als im Fitnessstudio. Wir machen nicht 10 Wiederholungen, sondern eigentlich umgerechnet ungefähr 3-4. Es gibt ja keine Wiederholung. Aber wir halten und diese Intensität vom Halt ist ungefähr wie 4 Wiederholungen. Und selten brennen 4 Wiederholungen, weißt du? Das ist einfach nur Kraft ballern und dann. Manchmal ist es geht. Genau, deswegen chillen wir jetzt erstmal ein paar Minuten. Und dann kommt die nächste schwierigere Sache. Ich glaube, du weißt schon, was das ist. Ah, nee. Ah. Was glaubst du, was es ist? Ich denke mal, Lage. Also, ja. Halbtraum. Ein Halbtraum. Ja. Vielleicht sagt er gleich, wie man auch die Lage übt. Ja. Und dann, aber jetzt ist es. Oh, das hat man ein bisschen klebrig, ne? Ja, aber ist auch gut so, wenn es noch ein bisschen klebt. Weißt du, die Turner, die haben auch viel Klebriges dabei, damit sie nicht wegrutschen. Die haben nicht nur das, klebt es auch. Ja, die machen ja super gut. Ja, ja. Sekundenkleber. Ja. Nächste Calisthenics-Übung. Lage. Ja. Mach's mal vor. Deswegen haben wir auch die Pause gemacht. Du musst doch Lehrer sein. Ja. Guck mal, ich mach immer gerne hier den Posten. Genau, weißt du, wenn du so kreist, so mittig hier, dann kannst du eigentlich nicht versetzt machen. Wenn du so machst, dann fällst du nach vorne. Wenn du so machst, dann kommst du nach hinten. Du musst immer schauen, dass beide Hände an der Linie sind. Nicht versetzt. Ja, deswegen meist dann hier, kann nichts falsch machen.
wählst einen Abstand, der für dich gut ist. Jetzt meiner wäre perfekt hier. Das heißt, hier. Und dann ein Bein schwingt und dann versucht man dich zu halten. Eins, zwei und drei. Okay, probier's mal auf deine eigene Faust. Ich halte mich lieber auf rechte Hand. Okay. Aha. Okay, Nico. Probier's mal nach deinem Ermessen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Ey, Nico, geil, geil. Ah. Oh, okay, ja. Ich hab's geschafft. Ja, ist normal. Alter! Alter! Also das ist, glaube ich, mein 12. Mal. Was ich krass. Versuch. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Ja, gut. Das war mein Albtraum. Jetzt. Alter! Ich glaub, das letzte mit meinem Albtraum sein. Boah. Richtig gut. Ja, eigentlich nur noch weiter üben, dann schaffst du es locker. Ja, so. Eine Minute lang. Ich dachte schon, ich muss hier ein Band dazu nehmen, aber. Also, ich glaube. Du brauchst kein Band mehr. Du brauchst nur so eine Sprossenband. Ja. Du spürst einfach in der Zeit. Rockspann und Bein. Sandspann bei den Farben. Nein, aber es ist gut, dass du es so gemacht hast. Du hast es nicht geschafft. Weil die Beine auseinander sind, ist es leichter. Und du übst es so lang, bis du hier besser bist. Okay? Ja, und dann nimmst du die Beine zusammen. Du kannst auch einbeinig machen, ich zeig dir mal wie. Ja, einbeinig. Ja, genau. Weil du machst, jetzt musst du mal ein bisschen zur Seite gehen. Weil du drehst dich nicht nur so mit dem Bauch zur Kamera, sondern du drehst dich sogar so in die Rückenlage. Und ein Bein nimmst du hier rein. Und dann sieht es so aus. Ach so. Ist das eine Jojo Reference? Ich zeig's dir mal. Einfach Bogen, Junge. Ja, es ist ein bisschen Bogen, lässt sich fast nicht vermeiden. Aber dafür kannst du ein Bein reinziehen. Also, guck mal so. Theoretisch und dann. Weißt du, was ich meine? Ganz nach oben, okay, dass die Füße hier rankommen. Yes. Einmal einknicken und langsam runter. Let's go, Nico, let's go, let's go, let's go. Komm, 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 komm. Ja, aber das, davon brauchst du Kraft. Und das ist eine andere Variante, da kannst du auch mit einem Bein tun. Du kannst auch so runtergehen. Ganz klein. Zeigst du auch nochmal? Weil es fehlt mir auch langsam die Kraft. Ja. Mit beiden Beinen so. Ja, das genau. Hab ich mal gemacht. Ja. So 2 Sekunden gehalten, aber ich. Trotzdem, 2 Sekunden sind immer noch gut. Ja, besser als noch. Keine Kraft mehr. Einfach nur noch ein Knacken, Alter. Wir haben hier Zuschauer, ihr müsst klatschen, wenn jemand was schafft, weißt du? Yeah. Okay, ich zeig's noch einmal vor. Also, das ist so stark wie es geht, mit den Beinen schwingen. Was? Nach beide Beine. Und so. Und dann so. Ich glaube, es ist eher schwieriger für mich ganz oben zu gehen als normal. Ja, weil auch aber echt viel Kraft, weißt du, ist wirklich hier. Aber auch dieser Schwung nehmen gibt dir Kraft.
sehr gut mit dem Halten. Richtig gut. Also ich dachte, ich schaffe das nicht mit dem Lange. Doch, sauber hinbekommen. Nein, du hast gewonnen, ich habe dort 4 gemacht. Also, jetzt ein Bein hier. Genau, anderes Bein hier. Genau, deine Füße klemmst du ein an meinen Rücken. Klemmst du so ein. Genau. Okay, und auf 3 drehst du dich nach hinten, okay? Also ohne Zeit. Und du hältst dich nicht, nur ich halte. Okay. 1, 2, 3. Perfekt, halt. Ja Mann, perfekt, komm. Okay. Geht's? Ja. Oh, Digga. Das kannst du mit deinem Bruder machen. Ja. Da fahren wir ja gleich beide.